So, Podcast zum Spukhaus zu Frühlingsspuk. Ich habe hier Herrschaften mittleren Jahrgangs. Und ich darf euch schon mal Nick vorstellen. Ja? Hallo Nick. Hallo. Nett, dass du dich bereit findest, uns was zu erzählen, so was wir in den letzten 30 Jahren so über diesen Ort mit seiner ja langen Geschichte, was ich ja eben schon erwähnt hatte im Vorgespräch, so empfindest. Also, was du so gehört hast. Wäre nett, wenn du dein Wissen mit uns teilen würdest. Okay, also wie fangen wir denn an? Sagen wir mal, man kennt echt das. Die ist auch schon sehr lange. Wie lange sitzt du? Ich bin 44 Jahre alt. Ich kenne das locker, da war ich mit Kind, mit meinem Vater, meine Mutter, wir sind mit Fühlinger See gefahren, haben hier geparkt. Wir sind noch vorbeigefahren, haben gesagt, guck mal, der Geisterhaus. Unser Eltern hat uns gesagt, dass es schon ein Geisterhaus ist. Und das war eine 82er, war das die Zeit. Ja, 82. 1982. Und da war man als Kind, hat man schon einen Schreck gehabt. Und mittlerweile traue ich mich hierhin. Ich habe echt Respekt. Ich habe auch Angst. Aber mich zieht das hier hin. Gestern Abend hat meine Frau gesagt, sogar selber zu mir, was ist das? Dich zieht das hier mal hin. Sie will das nicht, dass ich mit den Kleinen hier hinkomme. Nick, da kommen wir zu einer zweiten Frage. Was ist es, was du im Kern glaubst, was dich hier hinzieht? Ist es einfach die schöne Natur mit allen Bäumen, um in der Natur zu sein? Oder ist es auch der Aspekt, dass da paranormale Ereignisse, also wie ortsgebundener Spuk auftreten? Also Geister. Man ist fasziniert, weil es gibt was. Man spürt was. Man spürt, dass da irgendwo man Geister sind, was. Sozusagen. Ich kann dir echt ein Märchen erzählen. Ich bin deutscher Zigeuner und meine Oma und die haben Karten legen und die können Leute verhexen und... Ich kam also sie haben Zauberkräfte. Kind kam ich damit groß. Mhm. Und ich weiß, wo ein Ort, ob was nicht stimmt. Ein anderer Mensch geht dahin und das ist denen ist das scheißegal. Aber ich spüre halt, nein, bleib stehen. Und da ist was. Ja, die typische, archetypische Zigeunerin, die Karten legt und wahrsagt, ist ja irgendwie in der Parapsychologie hier nicht gerade neu. Was. Und ich habe es echt nicht gewusst, dass bis 2010 noch einer hier gelebt hätte. Ja, das habe ich ja selber gesehen. Wir sind vorbeigefahren mit dem Bus sogar. Da konntest du immer als kleines Kind warst du neugierig. Wo? Es kam nur Wald. Und dann hieß es, da, genau da ist es. Da hast du Angst gehabt als Kind. Hast du geguckt. Aber das war schon immer so vergammelt wie jetzt. Jetzt nicht so, aber genau so. Ja, ist ja lange verfallen. Hier also war ich noch nie hier hinten. In der ersten Hälfte des zurückliegenden Jahrhunderts. Hier bin ich jetzt seit 3 Jahren regelmäßig mit den Kleinen und wage mich mit den Kleinen hier hin. Sonst habe ich vorher, anfangs hast du dich nicht hier hingewagt. Nein, weil mir was gesagt wurde und du lachst jetzt. Ich sage dir was. Die haben immer diese Karten gemacht. Lass uns mal genauer hinschauen. Diese Karten gemacht und dann, die haben immer so gewarnt, es gibt so andere Geister und es gibt viele Geister. Ja, auf jeden Fall, davon gehe ich mal aus. Es auch die moderne Parapsychologie geht davon viele aus. Viele sagen, das körperlose, Wort, Liebe und gute körperlose Geister, es gibt Entitäten. Die, aber diese heißt anders. Zunächst sind alle Geister körperlose Entitäten, die wir ja allenfalls durch mediale Kräfte, also Telepathie beispielsweise, manche wollen nur eine Befreiung kontaktieren haben. Können. Oder eben durch physikalische Geräte wie ITK-Equipment oder Spiritbox oder diese modernen Verfahren, Tonbandstimmenaufnahmen. Ich habe selber schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich in den Wirbelschleppen, wenn die Autos so vorbeirauschen, da war wie aufmoduliert eine Trägerbotschaft von den intelligenten Kräften, die jetzt im Spukhaus zu Fühlingen da am Werk sind, ausgehen. Und das ist schon ein hochinteressanter Ort. Hast du schon mal den berühmten Film Poltergeist gesehen? Ja, bis 1 bis 3. Ja, und so ist das bei uns am Zigeunerplatz. Was war, weißt du, die haben was die Häuser gebaut auf dem Friedhof und die haben die Gräber nicht weggetan. Wir haben keinen Keller. Hier im Kölner Norden? In Köln-Rockendorf. Da kam der Kardinal von Köln. Der Kardinal Meißner. Meißner kam in Köln bei uns, das war auch eine Zeitung und alles. Der hat
Der hat die ganze Siedlung eingeweiht. Eingeweiht mit mehr Stand richtig. Aber mit Weihrauch. Mit alles. Da kam noch was, weiß ich, was für Leute. Sprenkler. Nee, es war sogar die Leute vom Dorf, die kamen nach, die waren neidisch. Warum kommt dieser Kardinal bei den Zigeunern? Und das war ein Rätsel. Aber da hast du voll gespuckt. Weil wir waren vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Grab. Und da hat es immer gespuckt. Da haben wir Sachen gesehen. Hinten einen Hof haben wir. Das hat jeder von den Küchen, so konntest du rausgehen, einen Hof und einen riesen Platz. Da hat jeder eine Kapelle hingebaut. Auch dieses Teil, so ein Rundell, da hat es gespuckt. Also wir als Kinder, ich weiß doch, die Hunde, die haben gequietscht. Wir haben gute Hunde gehabt. Da konntest du sehen, mein Vater hat runtergeschreit, oben von der Taschenlampe. Da war ein Mann mit einem Fell. Ein schwarzer Mann. Mein Vater hat geschossen. Bam, bam. Der Fell lag da. Schön. Der ging runter. Sag mal jetzt was, ganz ehrlich. Gebaut wurde. Ich weiß, und auf also von meinen Leuten, also von meinen Omas, also Opa, hier war schon immer ein Fluchort. Naja, klar, wegen dem Massengrab und wegen Kinder, der Schlacht von Rohrheim. Wir sind am Wasser gefahren. Fühlingen. Früher gab es da gar keine Häuser hier. Mhm. Da kam es von Rockendorf, da war noch Feldweg. Da gab es keine Straße. Feldweg und dann von Rockendorf kam man bis hierhin. Gut. Nick, du wohnst ja nur schon 30 Jahre hier. Ne? Mit welchen Worten würdest du denn... Seit ich geboren bin. Seit du geboren, du bist also hier geboren. Hier geboren, 35 Jahre bin ich. Ja. Nee, in Rockendorf. In Rockendorf. Rockendorf. Ja, wie sieht das denn aus deiner Perspektive aus? Wie würdest du aus deiner Perspektive, die ja schon so lange kennt, die Ortschaft Fühlingen charakterisieren? Fühlingen selber ist ein kleines Stück, jetzt noch, die bauen nicht größer. Es ist schon was Seltsames, weil überall baut was an. Fühlingen bleibt klein und dieses Ort, überall bauen die zu. Und hier bauen sie nichts zu. Und hier hat was. Dieses Ort. Jetzt die andere Frage mal hier. Ich sage mal, der Dom, der Kölner Dom, der wurde 1200 gebaut. Ne? Ja. So rum. Ja. Gerüchte. Keiner weiß es, aber es ist. Ja, es war. Jetzt gibt es im Internet rein, so rum. Dieses Haus existiert aber auch so lange. Ja, das kann gut sein. Das unterstützt die Theorie. Und ich sage dir ganz ehrlich, Kölner Dom hat Dämonen und so Figuren, wie so Kasper. Das wäre ja auch möglich. Als grausame Figuren später drauf. Kam es ja zu dem großen Streit mit dem Meister Eckhart. Der war ja Zeit seines Lebens meistens Dominikanermönch gewesen. Und der ist dann aus dem Orden ausgetreten und ist dann der größte deutsche Mystiker geworden. Aber hier ist ein Tor. Du meinst hier speziell an dem Haus, ja? Es ist nicht weit weg. Jetzt guckst du auf der rechten Seite. Ja, ich sehe zum und da hinten ist der Dom. Und früher war keine Bäume, du konntest die Spitze sehen. Der Dom ist da ungefähr. Ja, genau da. Ja, im Süden. Ja. Da hinten ist er. Und du kannst es spüren, dass irgendwas damit verbündet. Also der Fühlingen irgendwo ein etwas sonderbar oder schon merkwürdiger Ort ist. Fühlingen wurde schon früher vertuscht, wie früher der Film, keine Ahnung, so Hexen oder... Amerikanische Werwolf und das Dorf hat alles vertuscht, jahrelang. Und wer glaubst du, diese Vertuschung wäre nur ein sozialer Verdrängungsmechanismus oder steht auch die Kirche dahinter? Die stand schon immer, weil die Bevölkerung ging ja zu der Kirche hin und hat Zuflucht gesucht. Ach so, wenn Spuk die Kirche oder, hat immer vertuscht. Spukphänomene auftraten in der Ortschaft, hat man die Kirche gerufen. Ja. Jetzt die ganzen alten Bauern hier, wo wir gewohnt haben, ja. Fühlingen ist nicht groß. Da kannst du einen Stein schmeißen, da fällt der Stein da hinten, ist Fühlingen Ende. Ja. Und die bauen nicht größer. Ja, ist doch. Ich weiß, mir persönlich gefällt. Diese Gemeinde vertuscht was. Jetzt kommen viele Polen und die haben keine Ahnung. Die gucken. Und die Frau hat bis 2000 hier gewohnt. Ja, aber dann war das griechisch eine junge Frau. Und das war sie in den Traum. Hinter dem Baum, ein weißes Kleid, aber junges, also jetzt nicht. 40. Es gibt mehr Geistermädchen, von denen hier oft die Rede ist. Nicht alt.
Mehrere. Zwei schon mal auf allermeiste. Die sind übrigens sehr unheimlich, echt. Ich kann nicht nur warnen. Also Ina. Die treten mitunter als normale Menschenwesen auf. Ja, das war auch so. Und sehen so wie wirklich 16-, 17-jährige Pin-Up-Teenager aus. Was machen wir denn für jetzt? Männer sicher ein fataler Anblick.